Hallo. Ich weiß gar nicht so genau warum, aber es kam auf diesem Kanal eigentlich noch nie so richtig zu einem Moment der Reflexion, des Rückblicks auf die eigene Entwicklung und einer Auflistung meiner eigenen Erkenntnisse über die mittlerweile 7 Jahre, in denen ich diesen Kanal mehr oder weniger regelmäßig bespiele. Manche große Beobachtungen wurden zwar irgendwann Gegenstand einzelner Videos, wie die Veränderung von Produktplatzierungen oder den tatsächlichen Sinn oft beworbener Dienste, aber sich einmal hinzusetzen und gezielt darüber zu sprechen, wie ich das hier und jetzt und den Weg, der mich dorthin geführt hat, empfinde, habe ich bisher irgendwie versäumt. Und deswegen holen wir das jetzt einmal nach. Die Frage, was denn jetzt genau der Auslöser war, warum man mit YouTube angefangen hat, ist eine, die in so ziemlich jedem Interview, das ich gegeben habe, gestellt wurde. Die Antwort war immer Frust. Frust über den Zustand, in dem sich die deutschsprachige YouTube-Community 2016 befand, war ein nicht zu leugnender Antriebsfaktor für diesen Kanal. Und diese doch recht eindimensionale Emotion hat dafür gesorgt, dass dieser Kanal auch als eher klassischer YouTube-Kritik-Blog angefangen hat. Vielleicht mit etwas größerem Wortschatz als seine inhaltlichen Nachbarn und zumindest leicht erhöhter Zurückhaltung, wenn es um die Beleidigung und Mutmaßung bezüglich der zum Gesprächsgegenstand nominierten Einzelpersonen ging. Dadurch sehe ich heute einige der frühesten Videos dieses Kanals auch als echt nicht besonders gut an. Die Analyse des Lochis-Films zum Beispiel, auch wenn sie bis heute das erfolgreichste Video des Kanals ist, ist jetzt nicht unbedingt eine Meisterleistung in Konstruktivität oder auch nur Relevanz. Und in anderen früheren Videos, bei der Erwähnung von Leuten wie Katja Krasavice einfach eine Flasche Silikon einzublenden, war auch damals schon unangebracht. Andere Videos sind wiederum ungeahnt gut gealtert. Das Video zur eigenen YouTube-Community als Knetball zum Beispiel, das beschreibt, wie die Community eines Kanals durch die Art und Weise, wie sie dieser in seinen eigenen Videos darstellt, geformt und beeinflusst wird, würde ich heute inhaltlich wahrscheinlich fast noch einmal genauso machen. Eine Idee, die von Anfang an für diesen Kanal feststand, war, dass man hier visuell nicht in Erscheinung tritt. Nicht um irgendein Mysterium über die Anordnung des eigenen Gesichts zu provozieren, sondern weil wir die Hoffnung hatten, dass durch die Abwesenheit einer greifbaren Person der Fokus des Publikums stattdessen eher auf die vermittelten Inhalte und das gesprochene Wort gelegt wird. Das hat nach unserer Erfahrung auch ziemlich gut funktioniert. Die allermeisten Leute haben das besprochene Thema kommentiert und nicht die Person, die es im Video präsentiert. Und ja, ich habe wir gesagt. Anfangs habe ich diesen Kanal zusammen mit meinem guten Freund Paul geführt, der langsam die Lust und das Interesse an den Gesprächsthemen dieses Kanals verloren hat und Ende 2019 aus dem Kanal und seinen Prozessen ausgeschieden ist. Wir sind aber noch immer, wenn nicht sogar besser, befreundet als zuvor. Besonders in den ersten beiden Jahren dieses Kanals war ich unglaublich kritisch mit seiner inhaltlichen Ausrichtung. Viele Themen sind links und rechts liegen gelassen worden, weil ich mir dachte, dass das nicht das ist, wofür Leute diesen Kanal schauen oder abonniert haben. Und erst über mehrere Jahre hat sich für mich langsam herausgestellt, dass ich unzufrieden bin mit den Sachen, die ich hier mache. Formate wie das Thumbnail der Woche, die Älteren werden sich erinnern, oder die doch recht kurzlebige Wochenschau habe ich eingestampft, weil ich gemerkt habe, dass ich nicht mehr über unbelehrbare Einzelpersonen sprechen will, sondern vor allem über personenübergreifende Themen, auch mal Doofes, Unerwartetes. Als ich mich durch die höllengleichen Shop-Menüs der Mobile-App Hogwarts Mystery gescrollt habe, war ich mir zu diesem Zeitpunkt noch sicher, dass ich auf diesem Kanal nichts dazu machen könnte. Hier wird schließlich über YouTube geredet und nicht über Mobile-Games. Anfangs hatte ich sogar vor, einen separaten Kanal zu eröffnen, wo ich darüber sprechen kann, ohne die vermeintliche inhaltliche Integrität von Ultralativ zu gefährden. Am Ende habe ich mich doch umentschieden und gelernt, dass die Leute sehr wohl offen für inhaltliche Abweichungen und thematische Vielfalt sind, denn das Video ist jetzt eines der erfolgreichsten der Kanalgeschichte. Mittlerweile bin ich wahnsinnig zufrieden mit meiner inhaltlichen Position. Ich kann über die Dinge sprechen, die mich interessieren. Völlig egal, ob sie gerade aktuell sind, wie die Twitter-Übernahme von Elon Musk oder das Hin und Her mit den Upload-Filtern, oder ob sich niemand darüber derzeit den Kopf zerbricht, wie Betrugsmaschen im Teletext, die Designphilosophie von Gaming-Tastaturen oder das Businessmodell von Tupper-Partys. In beiden Fällen ist fast identisches Interesse vorhanden. Und das freut mich. Eine Sache, die von Anfang an feststand und sich nicht nur gehalten, sondern sogar intensiviert hat, ist der Vintage-Flair dieses Kanals. Und ich weiß gar nicht genau, wie viele das wissen. Aber Paul und ich haben uns für diesen Stil nicht vorrangig deswegen entschieden, weil wir ihn so schön fanden, sondern weil wir gemerkt haben, dass niemand, besonders niemand im deutschsprachigen YouTube-Raum, mit ihm gearbeitet hat.
Wir haben uns davon einen großen Wiedererkennungswert erhofft, der auch bei Abwesenheit von Logo, Farbpalette und Schriftart das Gefühl erzeugt, dass das was von Ultralativ sein könnte. Natürlich finde ich diesen Stil noch immer unglaublich toll und vielseitig und bin ständig bemüht, ihn noch mehr in meine Produktionsprozesse zu integrieren, aber der erste Gedanke war nun mal wesentlich ökonomischer. Diese Idee war vermutlich auch die beste, die wir zum Anfang haben konnten, weil sie wahrscheinlich noch immer ihre Früchte trägt. Denn, und da mag dieser Kanal eine Ausnahme sein, aber ich habe über die letzten Jahre gemerkt, dass auch eine mehrmonatige Uploadpause diesem Kanal nicht das Genick bricht und man für gewöhnlich innerhalb kürzester Zeit wieder auf der alten Welle surft. Das mag tatsächlich daran liegen, dass einige diesen Kanal im Durchschnitt stärker wertschätzen als einige andere und deswegen etwas strapazierfähiger sind. Und mit Sicherheit ist das in den Branchen wesentlich härter, die viel mehr Akteure haben, bei denen die Leute ihre Nachfrage befriedigt bekommen, wie Gaming oder Comedy. Durch Hunderttausende an Kommentaren, die ich mittlerweile gelesen habe, habe ich auch ganz schön viel über Kritik gelernt und sehe unter anderem deswegen auch einiges an meiner einstigen Art, Kritik zu formulieren, mittlerweile sehr anders. Richtige, wertvolle Kritik stellt in den meisten Fällen einen Wunsch nach und eine Hilfestellung für Verbesserung dar. Und niemand kriegt das ausnahmslos hin. Der Begriff YouTube-Kommentare ist mittlerweile ein recht etabliertes Synonym für unfruchtbarer Boden für inhaltlichen Austausch geworden. Und in einigen eher extremen Beispielen mag das der Fall sein. Ich war zum Beispiel besonders überrascht, als viele, die unter dem Video zu Musks Twitter-Übernahme den mittlerweile ehemals reichsten Mann der Welt auf eine ähnliche Weise verteidigt haben, wie damals die selbsternannten Soldaten der Hashtag AMK-Army bei Merd. Aber was ich auch gemerkt habe, ist, dass ein guter Anteil derjenigen, die unter Videos dieses Kanals kommentieren, auch offen für eine tatsächliche Diskussion sind und es in nicht wenigen Fällen sogar geklappt hat, dass man sich über die Kommentarsektion sachlich und inhaltlich über etwas ausgetauscht hat und dass beide Seiten am Ende schlauer und glücklicher aus diesem Austausch hervorgekommen sind als zuvor. Was ich auch nie gedacht hätte, ist, wie ich sowohl keine Ahnung davon haben kann, wer diese Videos hier schaut, als auch gleichzeitig ein unglaublich klares Bild vor Augen darüber haben kann, was zumindest diejenigen, die kommentieren, sonst noch so für Überzeugungen haben. In einigen Fällen war ich davon so sehr überrascht und von der Genauigkeit meiner Mutmaßung so überzeugt, dass ich das auf die Probe stellen wollte und gezielt Formulierungen und manchmal auch ganze Videothemen gewählt habe, die diese Überzeugung herausfordern oder zumindest hervorlocken sollten. Das Video zur Psychologie der Werbung heißt nicht ohne Grund, nein, du bist nicht immun gegen Werbung, denn ich war überzeugt davon, dass das manche aus diesem Dunstkreis wirklich über sich geglaubt haben. Und die Kommentare haben mir recht gegeben. Keine andere Kommentarsektion von mir bestand zu einem so großen Anteil aus panischen Rechtfertigungsversuchen und hypothetischen Was-Wenn-Szenarien. Auch wenn es durch die Häufigkeit, mit der ich Kritik an YouTube und seinen Aushängeschildern äußere, so wirken mag, als würde ich das hier alles furchtbar schade finden, äußere ich diese Kritik doch eigentlich, weil ich YouTube so gerne habe. Diese Plattform ist der Grund, warum ich in meinem Leben dort bin, wo ich bin. Und das nicht, weil ich hier selbst einen Kanal betreibe, sondern weil ich so gut wie alles, was mich beruflich ausmacht, selbst hier gelernt habe. YouTube ist für kreative Fähigkeiten eine unschätzbare und bisher unerreichte Wissensquelle. All das Know-how, um diese Videos hier zu erstellen, habe ich, weil ich, als meine Freunde Battlefield 2 gespielt haben, stattdessen lieber auf YouTube After Effects Tutorials von Video Copilot geguckt und nachgeklickt habe. Kein Studium, keine elitäre Ausbildung oder sonst irgendwas hat mir das alles beigebracht, sondern die kostenlose Plattform, die ich jetzt selbst bespiele. Eine letzte Sache, die auch vom Anfang dieses Kanals an klar kommuniziert wurde, ist, dass dieser Laden hier nur so lange beliefert wird, wie ich das will. Ich habe mir nie die Illusion gemacht, diesen Kanal noch in irgendeiner Weise bis in meine späten 30er zu führen und mich dementsprechend auch nie finanziell von ihm abhängig gemacht. Er war von Anfang an und ist noch immer ein ziemlich ausgeartetes Hobby. Zu Beginn dieses Jahres habe ich mir gedacht, ich stelle das dieses Jahr mal auf die Probe. Ich will nicht ausschließen, dass auch 2024 noch etwas hier passiert, aber ich würde es zumindest einmal vorsichtig in Frage stellen und mich jetzt eher auf das Hier und Jetzt konzentrieren. Kein Businessplan für die nächste halbe Dekade machen, sondern einfach mal schauen, was passiert und worauf ich Lust habe.
Und ich verspreche an dieser Stelle, dass, wenn ich gegen Ende dieses Jahres beschließe, mich nicht mehr auf diesen Kanal zu konzentrieren, dann werde ich für diese Ankündigung nicht extra theatralisch an den Strand fahren oder bedeutungsschwangere Zitate googeln. Ihr und ich werden darüber hinwegkommen. Tschüss.